Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Motivationskick für Reiterinnen und Reiter. Mein Name ist Stefanie Hornung und ich möchte euch heute eine Übung vorstellen, die eure Beckenbeweglichkeit verbessern wird. Wie ihr ja sicher alle wisst, ist ein gut bewegliches Becken absolute Voraussetzung für einen geschmeidigen Reitersitz. Und dafür habe ich euch heute eine Übung rausgesucht. Was ihr braucht, ist ein Stuhl, möglichst mit einer ebenen Oberfläche und möglichst hart sollte es sein. Und es muss deswegen hart sein, damit ihr eure Sitzbeinhöcker gut wahrnehmen könnt. Die Sitzbeinhöcker sind der Teil vom Becken, da könnt ihr euch auch mal draufsetzen. Oh, das tut nämlich ziemlich weh, die drücken ganz schön nach unten. Also die Sitzbeinhöcker sind der Teil vom Becken, mit dem ihr Kontakt mit dem Pferderücken bzw. mit dem Sattel und in dem Fall mit dem Holzstuhl habt. Und wenn ihr euch auf diesen Holzstuhl setzt und ihr müsst den Hintern dazu loslassen, damit das Becken sich absenken kann, dann werdet ihr merken, da sind zwei knöcherne Kontaktpunkte und das sind die Sitzbeinhöcker. Und wenn das Pferd sich nun bewegt, Schritt, Trab, Tölt oder Galopp, dann bewegt es seine Rückenmuskulatur abwechselnd. Ja? Die Körperseiten des Pferdes gehen abwechselnd rauf und runter und deswegen werdet ihr im Becken abwechselnd bewegt, links und rechts. Das heißt, eure passive Beweglichkeit im Becken ist gefordert, damit ihr einen geschmeidigen Reitersitz bekommt. Und wie ihr alle wisst, ohne geschmeidigen Reitersitz keine effektive Hilfengebung. So, ich habe eine Übung gewählt auf dem Stuhl, damit ihr das zu Hause machen könnt oder im Büro machen könnt, damit ihr nicht darauf angewiesen seid, die Zeit, die ihr im Sattel sitzt, dann für solche Übungen zu verwenden. Ihr könnt es einfach zu Hause üben, dann habt ihr das parat, wenn ihr auf dem Pferd sitzt. So, jetzt geht's los. Ich versuche laut zu reden, das ist nämlich ziemlich windig hier, habt ihr vielleicht schon bemerkt. So, und ihr rutscht auf dem Stuhl ein Stück zur Seite, bis ein Sitzbeinhöcker noch auf dem Stuhl ist und der andere Sitzbeinhöcker schwebt ja so ein bisschen in der Luft. So, und jetzt lasse ich diese Beckenhälfte, ja, der Sitzbeinhöcker in der Luft schwebt, nach unten sinken. Kommt zur Ausgangslage, zur Ausgangshöhe wieder zurück. Und dann hebe ich diese Beckenhälfte an und komme wieder zur Ausgangshöhe zurück. Und ich lasse wieder sinken und ich komme zur Ausgangshöhe zurück. Und wieder anheben. Und ihr seht, ich mache das ganz langsam und achtsam. Also es geht nicht um sportlich rauf und runter, es geht um die Erhöhung der Körperwahrnehmung und auch zu spüren, ob ihr hier ganz geschmeidig heben und senken und tiefer kommen könnt oder ob es da irgendwelche lustigen Ruckler gibt. So, wenn ihr ein bisschen ausprobiert habt, wie weit es rauf und runter geht, dann lasst mal nur die Hälfte der Strecke nach unten sinken und dann kommt ihr wieder hoch zur Ausgangshöhe und die Hälfte der Strecke nach oben und wieder zurück zur Ausgangshöhe. Und dann vielleicht mal zwei Drittel nach unten, wieder zurück zum Ausgang, ein Drittel nach oben, wieder zurück zur Ausgangshöhe, die Hälfte nach unten, ganz nach unten, wieder zur Ausgangshöhe zurückkommen. Und dann rutscht mal wieder zurück auf den Stuhl und vergleicht mal beide Hälften. Bei mir fühlt sich jetzt diese Seite, mit der ich die Übung gemacht habe, geschmeidiger an. Ich sitze irgendwie satter auf dem Stuhl. Also es ist ein besser Kontakt von diesem Sitzbeinhöcker zum Stuhl. Ich bekomme Besuch hier, das ist der Felix. Und dann rutscht man rüber zur anderen Seite. So, ein Sitzbeinhöcker ist wieder auf dem Stuhl, der andere schwebt in der Luft. Und jetzt lasst er wieder auf der anderen Seite sinken. Zur Ausgangslage zurück, zur Ausgangshöhe, anheben, wieder sinken lassen, dann zur Hälfte absenken, wieder zur Ausgangshöhe zurück, ganz leicht anheben, aus dem leichten Anheben nach tief unten sinken lassen. Also ihr seht, ich folge keiner festgelegten Reihenfolge. Es geht darum, das Nervensystem ein bisschen damit zu überraschen, dass man
verschiedene Höhen und verschiedene Tiefen jeweils mit einer Beckenhälfte ausprobiert. Und da werdet ihr feststellen, es geht vielleicht auf der einen Seite viel besser wie auf der anderen. Und allein durch das achtsame Üben werdet ihr immer geschmeidiger werden. Nochmal zurückpushen. So, nochmal nachspüren. Wie ist es jetzt? Und ich habe jetzt das Gefühl, ich sitze mit beiden Hälften gleichmäßiger und satter auf dem Stuhl. Und denkt daran, was ihr hier übt, das ist die aktive Beweglichkeit eurer Beckenhälften unabhängig voneinander. Was ihr auf dem Pferd braucht, ist die passive Beweglichkeit. Also das Pferd bewegt euer Becken links und rechts abwechselnd. Und trotzdem werdet ihr von dieser Übung profitieren, weil gerade dieses Absenken des Sitzbeinhöckers, ja, da frei in der Luft schwebt. Daran könnt ihr merken, fällt mir das leicht, mich da reinsinken zu lassen, oder hält das Becken fest. Vielleicht auf der einen Seite die Strecke größer, geschmeidiger, irgendwie anders oder grundsätzlich eine stärkere Wahrnehmung in der einen Hälfte wie zur anderen. Probiert es einfach aus, viel Spaß damit. Allein dieses achtsame, langsame, bewusste Üben wird euch geschmeidiger machen im Becken. Und denkt daran, das ist keine sportliche Fitnessübung, also rauf und runter, das bringt überhaupt nichts, davon wird das Becken eher fest. Macht es ganz langsam, macht es auch nur ein paar Minuten und dann immer wieder nachspüren, was hat euch das gebracht. Okay, ich wünsche euch viel Spaß damit und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!